Was geht ab? Meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video. Freunde, wir geben uns heute die Hot 16 Challenge von Billy. Gerade eben hat Reportagen seine Hot 16 Challenge hochgeladen. Für alle, die nicht wissen, was es ist. Ich glaube, es kommt aus dem polnischen Raum. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es ist eine Challenge, die ins Leben gerufen wurde, um auf Covid-19 nochmal mehr, gut, aufmerksam machen braucht man darauf, glaube ich, nicht, aber um Spenden zu sammeln für Covid-19-Erkrankte im Ausland. Es wurde eine GoFundMe-Seite, eben ein Spendenportal, ins Leben gerufen, wo man Geld sammeln kann. Und mit der Hot 16 Challenge werden eben Musiker und Rapper dazu aufgefordert, beziehungsweise nominiert, gegenseitig einen 16er zu kicken, um eben nochmal darauf aufmerksam zu machen und Geld zu sammeln. Ich werde euch den Spendenlink in die Beschreibung hauen, Freunde, falls ihr einen 10er übrig habt oder selbst wenn es nur ein Eugen ist oder whatever. Lasst gerne da irgendwie ein bisschen was da, Freunde. Ich glaube, das ist gerade mit eines der wichtigsten Sachen, die uns, das uns ja auch indirekt irgendwie alle betrifft. Also lasst da gerne ein bisschen Liebe da, falls ihr dann könnt, ja. Er wurde nominiert von Damon. Falls ihr meine Reaktion sehen wollt auf den Track von Damon, geht auf den Fludaflow Live Channel, Freunde. Hier werden so diese kleineren Reaktionen hochgeladen, die vielleicht nicht auf dem Hauptkanal gehören oder weil es einfach zu viele Videos wären. Die wurde gerade eben hochgeladen. Klickt hier also gerne drauf, Freunde. Link dazu, erstmal ein Like da lassen auf Kursbasis. Link ist in der Beschreibung und ich werde euch den Channel auch im angepinnten Kommentar verlinken. Also Fludaflow Live Kanal abonnieren, um solche kleineren Reaktionen nicht zu verpassen. Da kommt heute auch noch eine JCC-Qualifikation online heute Abend. Also, jetzt erstmal den Part von Billy. Ich bin sehr gespannt. Let's go. Der zweite, den ich nominiere, ist mein Bro Reportagen. Der dritte, den freut mich sehr, dass er noch abgeliefert hat. Freut mich sehr. Ich nominiere ist Jay Jiggy und der vierte Puya. Freunde, nice, ich habe 3 Tage Zeit, 72 Stunden, um ein Part mit Video abzuliefern. Jo Leute, ja. Es ist 12:30. Ich muss heute abliefern. Damon hat mich nominiert. Lol, Digga, hat's heute einfach fertig gemacht. Erstmal was schreiben. Erstmal suche ich mir ein Beat raus und dann werde ich schreiben. Geil, das freut mich so, man. Das ist halt einfach Billy. So, ich habe zum Glück ein Beat gefunden. Jetzt werde ich noch ein bisschen schreiben, dann werde ich aufnehmen. Nice. Und ich denke, ich werde spät nachmittags oder heute Abend das Video hier schnell. Ehre, Mann. Vielleicht schaffe ich das auch. Auf dem Fludaflow Live Channel kommt morgen die Hot 16 Challenge von JGG online. Ich habe nur noch ein paar Stunden Zeit. Die Zeit rennt, gemein erlebt. Nice, Mann. Produziert von Black Rose Beats. Ja, yeah, Gemeinde lebt. Mehr denn je, Bruder. Dam, 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 dam. Ich komm mit paar Kanacken, wir klatschen, klatzen, trag mein Wappen, Teufel-Logo, Maske auf, so wie Masimoto, das ist mein Dojo. Freunde, by the way, habt ihr eine Cap bekommen? Schreibt mal in die Kommentare, habt ihr noch eine Cap bekommen vom Drop, Alter? Die waren schneller ausverkauft als mein Leben gefühlt, Digga. Klatschen, trag mein Wappen, Teufel-Logo, Maske auf, so wie Masimoto, das ist mein Dojo. In meiner Hood, wo ich rap, Digga. In meiner Hood gibt es Crack, Digga. In deiner Hood gibt es Spielplätze, Lehrer, Kühe und Rentner. Oh, guter Flo, Mann, ich liebe es, wenn er sich so frei fühlt und so einfach, keine Ahnung, einfach sich so frei fühlt. Ich wollte schon wieder nochmal liken, Digga. Das habe ich immer das Problem, dass ich etwas so gut finde und zweimal liken will, Digga. In deiner Hut gebe ich Spielplätze, Lehrer, Kühe und Rentner. Ich weiß, dass Rapper meine Stimme gerne happen. Ich könnte sogar Kindertexte rappen. La, li, lu, nur. Real Talk. Der Mann im Mond schaut zu und selbst dann werdet ihr nicht auf meinem Level. Hiernach ist so eine leere Hülle wie Schlangen heute. Wenn ich ein Album bringe, gibt es wieder Hamsterkäufe. Oh, gute Zeile, Mann. Wenn ich ein Album bringe, gibt es wieder Hamsterkäufe. Wäre tatsächlich so. Willst ein Feature oder eine Mische von Caesar? Kein Problem, ich geb dir IBAN oder du zahlen Kreditkarte. Mein letzter Diss, Baby, kam letztes Jahr Dezember. Bevor ich so ein Content bringe, hör ich lieber Wendler zusammen mit deinem Rentner. Schmeiß ihm paar Viagras ein und Katja Karas Senfglas lutscht an seinen. Das Senfglas, Alter. Bruder, Senf, jetzt mal Real Talk, Freunde, wer von euch mag Senf? Niemand mag Senf, Leute. Leute, hey. Hey, Freunde, enttäuscht mich nicht. Senf, ja, nein, vielleicht. In die Kommentare jetzt. Enttäuscht mich nicht. Wer mag Senf? Bruder, oder noch weirder sind diese Leute, die diesen Honigsenf essen. Jungs, ey. Enttäuscht mich nicht. Senfglas lutscht an seinen. An seinem großen Zeh. Alter, das war, Mann. Ich nominiere Sie. Oh, ich bin gespannt. Caesar? Ja. Caesar, nice. Fortune. Nice, werden beide zu 100% was einreichen. Hexer. Oh, geil. Ihr habt 3 Tage Zeit. Nice. Und ich nominiere noch Eminem. Ja, Eminem macht natürlich auch mit, Freunde. Ich hoffe doch.
Nice. Nice, Mann. Okay. Ey, da freue ich mich halt jetzt schon drauf. Oh, das werde ich mir nachher auch noch geben. Da freue ich mich auch drauf. Huch. Und da freue ich mich aber auch drauf. Ey, ich freue mich jetzt schon auf die Sache von Hexer, Tune und Caesar. Auch Leute, die ich sehr gerne mag. Die werden wir uns wahrscheinlich alle auf dem Live-Channel geben, weil es sonst halt 8 Videos am Tag auf dem Hauptchannel wären zu viel. Deswegen checkt auf jeden Fall Flurdo Live ab, Freunde. Ist auch so eine Art Backup-Kanal, falls irgendwann mal was mit dem Hauptchannel sein sollte, urheberrechtlicher Stuff oder so. Lass einfach da auf Safe ein Abo da. Ihr verpasst sonst was. Und safe ist safe, Bruder, man weiß nie. Ansonsten aber nice, Mann. Link zum Original auf jeden Fall. In der Beschreibung lass auf jeden Fall auch bei Billy, seinem Zweitkanal, ein Abo da. Und ja, Mann. Geil, Alter. Ich finde diese Challenges halt nice. Einfach, weil wir dadurch mehr Content bekommen. Es ist für einen guten Zweck und alle haben Spaß, irgendwie dran zu machen. Und es zeigt wieder diese YouTube-Connection, die man von früher so kennt, irgendwie, dass jeder mit jedem cool ist. Weil das ist so ein cooles gemeinschaftliches Projekt und ich denke mal einfach so, warum kann das nicht immer so sein? Warum kann nicht immer jeder mit jedem cool sein und so viele Leute was zusammen starten, Alter? Deswegen, ja, Mann. Finde ich eine gute Sache, Freunde. Ich freue mich jetzt schon auf die Qualis, wie gesagt. Die Qualis, sag ich schon, auf die 16er von den anderen Leuten. Und ich schwöre, wenn mich jemand nominiert von denen, ich mache das. Ich mache das, Digga. Nominiert mich, ich mache das. Nein, fuck, jetzt nominiert mich Caesar vielleicht wirklich, Digga. Okay, jeder darf mich nominieren, außer Caesar. Weil bei Caesar würde mich vielleicht sogar wirklich nominieren, Mann. Ah, fuck, Digga, das hätte ich nicht sagen sollen. Egal. Falls mich wirklich jemand nominieren sollte, ich werde das einreichen, Freunde. Wird gut. Okay, Freunde, das war's. Habt einen wunderbaren Tag, ja. Bleibt fresh, so wie immer. Und ciao.